Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Joel und in diesem Video soll es um das Thema Logo Redesign gehen. Bei diesem Format könnt ihr eure Logos unter folgende E-Mail-Adresse einsenden und mit etwas Glück werde ich in dem nächsten Video dieser Videoreihe euer Logo bewerten und dementsprechend auch redesignen. Ja, das erste Logo, was wir jetzt hier analysieren und bewerten, ist das Limo-Logo. Ich persönlich finde das Limo-Logo schon recht gut. Allerdings gibt es ein paar Komponenten, die man, sagen wir mal, noch optimieren könnte, damit dieses Logo auch noch wirklich perfekt ist. Und zwar, der erste Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, ist das Spacing oder das Kerning zwischen den einzelnen Buchstaben. Das Kerning ist aktuell noch sehr beieinander gerückt und könnte dementsprechend auch ein bisschen mehr Luft vertragen, damit die Marke auch wortwörtlich atmen kann. Und eine Wortmarke oder generelles Design braucht halt Platz, also White Space, um wirklich auch perfekt wirken zu können. Das kann es momentan nicht, deswegen würde ich das auf jeden Fall schon mal anpassen. Das zweite, was ich auf jeden Fall sehr gut finde an dieser Marke, ist, dass wirklich mit dem O gespielt wird. In dem O sehen wir quasi wirklich die Akzente oder die Symbolik der Limonade, die dementsprechend aufgrund von kleinen Bläschen oder Kreisen, sagen wir mal, visualisiert wird. Allerdings sehen wir hier zum Beispiel, dass das Ganze nicht wirklich klar ist. Die Bläschen sind auch viel zu viele. Das heißt, wenn wir das ganze Logo mal verkleinern würden und auf Funktionalität prüfen, dann sehen wir, dass wir die kleinen Bläschen im Kleinen auch gar nicht mehr sehen und dass das Ganze dann wirklich auch untergeht. Daher mein Tipp hier ist, das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Wir können einzelne Bläschen rausnehmen und ein paar vereinzelte große Bläschen drin lassen, weil das wirkt dann auf jeden Fall stimmiger und auch funktionaler. Denn das Logo sollte ja nicht auf nur einem großen Banner, der irgendwie 2 Meter mal 4 Meter groß ist, wirken. Sollte im besten Fall auch in ganz kleinen wirken, wie zum Beispiel im Favicon bei einer Webseite. Deswegen hier einzelne Bläschen reduzieren, wirklich aufs Minimum reduzieren, so viel reduzieren, dass wirklich nur das Nötigste vorhanden ist und diese ganzen Spielereien weglassen. Wenn wir das jetzt so angepasst haben, dann sieht das Ganze jetzt auch aus wie eine Limo-Dose. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man in dem O noch einen Strohhalm reinbastelt, damit das Ganze dann auch wirklich aussieht wie eine Limo, also ein Limo-Icon, was man, sagen wir mal, auch kennt. Dadurch könnte man natürlich das auch nochmal ein bisschen verdeutlichen, weil die meisten Leute, wenn die an Limo denken, denken jetzt nicht an eine Limo aus der Dose, sondern meistens an eine Limo aus einem Glas, wo wirklich ein Strohhalm drin steckt. Deswegen wäre da meine Empfehlung, einfach wirklich einen Strohhalm hinzufügen. Ja, wenn wir diese ganzen Kleinigkeiten vorgenommen haben, dann können wir uns das jetzt nochmal anschauen und wir merken, dass das Ganze jetzt auch viel besser im Kopf hängen bleibt, weil wir es aufs Minimum reduziert haben. Wir haben jetzt nicht wirklich viel angepasst, aber wichtig ist, dass man nicht immer viel anpassen muss, sondern dass es manchmal auch Kleinigkeiten sind, die wirklich einen großen Effekt haben. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine und kurze Video gefallen, wo ich quasi über das Logo gesprochen habe, über was mir gut gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat und wie ich das Ganze anpassen würde. Falls ihr in dem nächsten Video auch vielleicht euer Logo sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne auch nochmal unter diese E-Mail-Adresse einsenden und mit etwas Glück werdet ihr euer Logo Redesign im nächsten Video sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.